das Gras wachsen. So ein Ball, Mann, so ein Ball, halt. Das kann es nicht sein, oder? Aschermittwoch trifft sich die menschenfeindliche NPD unter dem Motto Heimat statt Globalisierung, wobei sie eine aufkeimende Ellenbogengesellschaft und Ausbeutung des deutschen Volkes durch die internationalen Finanzmärkte anprangern. Doch würde diese NPD nicht dasselbe mit anderen tun? Bis es keine Hautfarbe eines Menschen nicht von größerer Bedeutung ist als die Farbe seiner Augen, sage ich Krieg. Bis die grundlegenden Menschenrechte allen gleich garantiert werden, ohne auf die Rasse zu schauen, sage ich Krieg. Denn nur wenn man alle Aspekte und Facetten dieser riesigen kleinen Welt kennt, kann man wissen, worin sein persönliches Gedankengut verankert ist. Ich bezweifle, dass dies bei so einer Veranstaltung wie dieser möglich ist, wo sich zum Großteil Kreise treffen und fremd mit feindlich übersetzen. Umso wichtiger ist es, so wie hier und heute, dass sich Leute mit ganz unterschiedlichen Meinungen und Vorstellungen für ein gemeinsames Ziel zusammenfinden. Und zwar den braunen Aschermittwoch einzuäschern. Danke. Wir sind hier, um uns einer Bewegung in den Weg zu stellen, die keinen Hehl aus ihrer Begeisterung für den Nationalsozialismus macht. Wir sind hier, um die Nazis weder hier noch sonst wo Raum zu lassen. Man darf diese Partei nicht verharmlosen. Man sollte genau hinsehen, was die NPD macht. Sie ist die größte und die gefährlichste der rechtsextremen Parteien. Sie ist nationalistisch, selbst erklärt verfassungsfeindlich und rassistisch ausgerichtet. Sie wollen unsere Demokratie zerstören, predigen Rassismus, Antisemitismus und Nationalismus. Liebe Bürgerinnen und Bürger, lasst uns rechtsextremes Gedankengut, egal ob am Rand oder in der Mitte der Gesellschaft, bekämpfen. Stellen wir uns die Nazi-Intrigen entgegen. Dresden hat gezeigt, dass es funktioniert. Fakt ist, dass die Nazis einfach aufs Land ausweichen, weil sie merken, dass das Eis in den Städten immer dünner wird. Und deswegen ist es enorm wichtig, dass solche Tage wie heute von Antifaschistinnen und Antifaschisten wahrgenommen werden, um zu demonstrieren und um zu zeigen, dass es Leute gibt, die so eine Meinung einfach nicht gut finden und deswegen auf die Straße gehen. Ich möchte noch kurz den Wikinger-Versand in Geiselhöring erwähnen, der auch auf dem Land ist und Neonazistinnen aus ganz Deutschland mit rechtsradikaler Propaganda versorgt. Wem muss man eigentlich stehen, um solche Leute, um so eine Partei bei sich tragen zu lassen? Vollkommen unverständlich, widerwärtig. Ist es Ignoranz? Ist es der Profit? Oder ist es einfach nur Sympathie? Ich kann es nicht verstehen. Nazis gibt es in jeder Stadt. Erst letztes Jahr fand eine Mahnwache gegen einen Nazi-Übergriff auf einen Linken in Neumarkt statt. Mit anschließender Gerichtsverhandlung, bei dem der Nazi zu 1 Jahr und 9 Monate verurteilt wurde. Er war Mitglied der rechtsradikalen Kameradschaft Altmühltal und befürwortete NPD.
Das ist mal wieder ein kleiner Auszug, für was die NPD steht und wie sich ihre Mitglieder verhalten. Die Menschenverachtung, die von Neonazis ausgeht, von den über 140 Todesopfern in den letzten 10 Jahren ganz zu schweigen. Aber es ist und sollte jedem bekannt sein. Ihr zeigt mit eurer Kraft und dass ihr heute alle da seid, dass wir die Zivilcourage haben, uns diesem braunen Sumpf entgegenzustellen. Wir alle sagen Nein, Nein zu den Neonazis der NPD und zu ihren rechtsradikalen Kameradschaften. Nein, Nein zu diesen Ideologen, deren Ziel ist die Beseitigung des Grundgesetzes und die Beseitigung unserer demokratischen Heimat. Liebe Freundinnen und Freunde, wir kennen aber viele Leute, und wir hatten diese Debatte jetzt im Landkreis Deggendorf auch, wir kennen viele Leute, die sagen, sollte man sie nicht lieber totschweigen, die Nazis, dann passiert schon nichts. Und darauf kannst du nur eine Antwort geben, nein, nein. Und denn die Rechtsextremen, die nutzen das, wenn wir uns nicht aufstellen, die nutzen das, gegen sich stellen, die nutzen das, um schleichend ihre rechtsextremistisches, ideologisches Gedankengut unter die Bevölkerung zu bringen. Das ist in Sachsen so passiert, das würde hier wieder so passieren. Und deswegen müssen wir uns ihnen entgegenstellen. Lass mich zum Abschluss noch Martin Niemöller zitieren, den katholischen Pfarrer, der von 33 bis 45 im KZ lebte und überlebte. Er sagte, als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Kommunist. Und als sie die Sozialdemokraten einsperrten, Grüne gab es noch nicht, als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Sozialdemokrat. Und als sie die Gewerkschafter holten, habe ich nicht protestiert, ich war ja kein Gewerkschafter. Und als sie die Juden holten, da habe ich auch nicht protestiert, ich war ja kein Jude. Und als sie mich holten, da war niemand mehr da, der protestieren konnte. Liebe Freundinnen und Freunde, wir dürfen nicht schweigen, wir dürfen nicht wegschauen, wir müssen uns ihnen entgegenstellen. Und deswegen herzlichen Dank, dass ihr heute alle hier seid. Herzlichen Dank, was die in Deggendorf gemacht haben, ist gut, aber das reicht nicht aus. Wir müssen auch hier vor Ort uns diesem braunen Sumpf entgegenstellen. Klatscht weiter, feiert weiter und schönen Abend noch. Danke.